our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Und damit ein herzliches Willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Ich bin euer Delta K und wir spielen jetzt The Darkest Dungeon. Yeah. Bei Darkest Dungeon geht es darum, das Beste aus einer hoffnungslosen Situation zu machen. Quests scheitern oder müssen abgebrochen werden. Helden sterben. Und wenn sie sterben, bleiben sie tot. Verdammt, ging das schnell. Gut, guter Anfang. Darkest Dungeon klingt schon mal ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Soll es auch schwer sein? Egal, wir fangen einfach mal an und gucken mal, was da so los ist. Klick auf den Brief, um zu beginnen. Dunkelste. Nennen wir es Dunkelste. Ihr habt recht, Dunkelste ist ein toller Name dafür. Oh, Video. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Yeah. Wollen wir es hoffen, Freunde? Also, die alte Straße mit der Postkutsche zerstört war's. Zerstört und der Hausmeister gegangen, werden sie die Reise in den Hamlet zu Fuß machen. Zu Fuß zu machen, okay. Kann ich klicken und dann geht's weiter, oder? Nein, es ist wohl der Ladebildschirm, meine lieben Freunde. Ja, ich bin natürlich gespannt auf euer Feedback zu dem Spiel, weil, wow, ich weiß nicht, ich habe lange mit mir gerungen, mir das Spiel zu kaufen. Jetzt war's im Sale. Für, ich glaube, 11,49 € oder so. Da dachte ich mir, boah, jetzt greifst du zu. Ich habe auch noch mehr Spiele gekauft, aber dazu ein andermal. Das seht ihr ja dann alles. Ja, die alte Straße.
Ja, ich bin gespannt übrigens, ja, was in dem Spiel so passiert. Ich weiß, ich glaube, es sind rundenbasierende Kämpfe. Wir müssen uns in einen dunklen Dungeon vorwagen mit Ausrüstung und epischem Kram. Oh, zum Fortfahren Leertaste drücken oder klicken. Das sind wir. Der alte Pfad findet den Weg zum Dorf. Kartennavigation. Du befindest dich derzeit in einem Raum. Klicke auf einen anderen Raum, auf der Karte, um dich vorwärts zu bewegen. So gelangst du zum Gang, der zum nächsten Raum führt. Es ist ja wunderbar. Oh, das hat also auch was von. Oh, Stress vor allem. Oh. Hat auch was von Dungeons and Dragons, wie es aussieht. Den Räumen. Zu diesem Raum bewegen. Das machen wir doch mal. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Ja, ist okay. Durch Gänge bewegen. Wenn du dich in einen Gang aufhältst, drücke D, um dich vorwärts zu bewegen, und A, um zurückzugehen. Wenn du lieber die Maus verwendest, klicke vor oder hinter die Gruppe, um sie zu bewegen. Ist ja genial. Okay, wir laufen mal. Ist ja witzig eigentlich. Wir kommen ganz nah. Oh, ich habe Schaden bekommen. Nee, Stress. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Töte den Feind. Der Feind ist, der Kampf ist rundenbasierend. Wenn dein Held an der Reihe ist, klicke auf ein Fähigkeitssymbol und klicke anschließend auf ein markiertes Ziel. Wenn du eine bestimmte Fähigkeit nicht auswählen kannst, liegt das daran, dass dein Held an einem anderen Ort stehen muss. Oder es keine gültigen Ziele gibt. Fahre mit der Maus über die Fähigkeit, um die Anforderungen anzusehen. Kann ich nicht mit dem anderen zuerst? Okay, Adalas. Nahkampf, Bluten, bla bla. Das ist gegen Bluten. Streuschuss. Komm, wir machen mal den Streuschuss. Oh ja. Episch. Betäubender Schlag. Eifernder Anklang. Was ist Flanker? Niederschrecken. Ich würde sagen, wir betäuben ihn. Und betäube ihn. Ja, er ist betäubt. So, jetzt müssten wir doch dran sein. Genau, weil wir ihn betäubt haben, sind wir natürlich wieder dran. Zack. Beute. Jeder aufgehobene Gegenstand belegt Platz im Inventar. Fahre mit der Maus über Gegenstände, um Details zu sehen. Das funktioniert auch in deinem Inventar. Drücke die, was? Kreistaste zum Schließen des Fensters. Kreistaste? Meint die jetzt 0? Oh? Was ist denn die Kreistaste? Scheiße. Wir nehmen natürlich alles. Das war ja nur Gold. Und jetzt gehen wir einfach weiter, Freunde. Das Kämpfe fand ich schon sehr interessant. Ist doch eher taktisch. Interaktive Objekte, Kuriositäten. Kuriositäten, so. Auf deinen Erkundungsmissionen wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an oder drücke W, um sie zu untersuchen. Wirf einen Blick auf dieses Zelt. Aha. Zelt der Briganten. Eindeutig das Lager der Angreifer. Optional, ziehe einen Gegenstand hierher, um ihn auf dieses... Achso. Durchsuche das Zelt. Die Migranten haben Wertsachen zurückgelassen. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Viel Gold und Onyx. Schwarz wie die endlose Nacht. Gönnen wir uns natürlich und gehen weiter. Ist das der nächste Raum? Ja. Wunderbar. An ambush. Kampf. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Der war wohl zuerst dran. Das ist das Pistolenschuss. Fernkampf. Zeichnet. Nahkampf hat aber richtig dick Damage gemacht eigentlich. Ich bin schon fast dafür, dass wir erst den Kleinen da hinten killen. Ah, ich glaube jetzt... Ups. Ich glaube jetzt habe ich es, Freunde. Okay, Fernkampf geht nur auf den hinteren. Nahkampf sozusagen noch den vorderen. Sollten das Schlag bitte? Wieder setzt, verdammt. Schuss aus nächster Nähe. Ausgewichen. Geil.
Sehr gut. Wir sind wieder in der Reihe. Press this advantage. Sehr gut. Give them no quarter. Leichname. Die meisten Monster, die sterben, hinterlassen Leichname. Vorübergehende Hindernisse, die nach einigen Runden von allein verschwinden. Du kannst Leichname angreifen, um sie schneller loszuwerden. Doch manchmal ist es besser, Fernkampffähigkeiten, Stoß-, Zugfähigkeiten oder die speziellen Beseitigungsfähigkeiten einiger Helden zu verwenden. Um Leichname zu vernichten. Ja, um Leichname zu vernichten. Monster, die mit Bluten, Gifthauch oder kritischen Treffern getötet wurden, lassen keine Leichname zurück. Gut, aber der ist ausgewichen. Sehr gut. Weil der ist ja auch egal. Heißen wir Reynolds. Cooler Typ. So, na dann greifen wir den mal an. 10 Damage. Der hat auch viel Leben. Gezielter Schuss. Mach mal. Komm, meine Stärkung. So, jetzt versuchen wir nochmal zu betäuben. Betäubt, sehr schön. Das heißt, wir können direkt weitermachen. Und jetzt geht man ihm richtig. 7 Damage, verdammt. Aber er blutet. Peitschensturm. Der hätte beide getroffen, aber sind natürlich ausgewichen wie immer. Und jetzt noch einen dicken Nahkampf hinterher. Sieg! Du hast gefunden. 75 Goldmünzen. Die nehmen wir. Schlüssel zum Öffnen von Truhen nehmen wir natürlich auch. Ein Wappen. Ein Siegel der Ehre für große Taten der Familie aus längst vergangenen Zeiten. Nehmen wir auch mit. Onyx nehmen wir natürlich auch mit. Eine Quest abschließen. Nachdem du die Questanforderung erfüllt hast, kannst du jederzeit ins Dorf zurückkehren. Dazu musst du nur auf das Wappen klicken. Es ist nicht nötig, zum Startpunkt des Dungeons zurückzukehren. Cool. Quest abgeschlossen. Ich will die Kiste noch aufmachen. Abenteuer fortsetzen. So. Kiste öffnen. Irgendwas stimmt mit dieser Crew nicht. Oh, verdammt. Sie ist gesichert. Gifthauch, okay. Und, was ist da jetzt drin? Ich trotzdem gerne gewusst, was da drin ist. Wünschen Raum auf der Karte aus. Achso, das war's schon. Gut, da können wir jetzt theoretisch hier draufklicken. Sieg und eine Errungenschaft erhalten. Willkommen daheim. Der alte Pfad. Questbelohnung 5000 Gold. Schätze 2555 Gold. Ja, und die vier Wappen. Gehen wir mal auf weiter. Helden-EP natürlich. Dagnomanie. Ist besessen vom Töten. Cool. Ja, mehr nicht? Gut, dann gehen wir zurück zum Dorf. Behandlungen in der Krankenabteilung können gelegentlich mehr als nur eine Krankheit heilen. Ach, was? Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now. And you are bound to them. Okay. Verlaufsprotokoll, Woche 1. Was? Mist. Okay, Questziele. Schließe erfolgreich deinen ersten Streifzug durch die Ruinen ab. Ja, besiege den Nekromantenlehrling. Oh, das sind ganz schön viele, okay. Ja, die lese ich jetzt nicht vor. Die werden wir dann natürlich alle rausfinden. Reynolds und Dishmas haben dich erfolgreich zum Dorf eskortiert. Okay, Wegelagerer Stufe 1 und das Kreuzfahrer Stufe 1. Das klingt auch eigentlich interessant. So, jetzt schließe ich das mal. Hole Hilfe, wenn nötig. Halte zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel. H gedrückt, um eine kontextbezogene Hilfe für die Steuerung in diesem Modus zu erhalten. Probiere es aus, wenn du im Dorf oder auf Erkundungsmission bist oder beim Kämpfen, Lagern und so weiter. Oh Gott, jetzt gibt's erstmal viel zum Erkunden hier, meine lieben Freunde. Eigentlich erstmal gucken, gibt es überhaupt. Genau, Optionen. Mal gucken, was wir mit der Grafik hier. Nee, geht nicht mehr. Nein. Schade. So.
Den Ton würde ich mir gerne etwas leiser stellen. Mal alles auf 75, weil dann muss ich auch nicht so brüllen. Hold Death Waits. Filmsequenz lass mal ganz oben. Untertitel machen wir mal an. Speichern. Wunderbar. Was ist das andere? Und da was? Da hat er eine Erhebung. Was? Egal. So. Achso, ein Speichern. Stand da auch Speichern irgendwie was? Nee. Zurück zum Hauptmenü, zurück zum Desktop. Okay. Gut, wir schauen jetzt uns erstmal um hier. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier. Kutscher, rekrutiere einen neuen Helden. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Das klingt doch positiv. Die Kutsche, Quell deiner Helden. Du wirst alle diese Helden anheuern müssen, um eine Vierergruppe zu bilden. Ziehe sie auf deine Liste. Ziehe den Helden in die Heldenliste, um ihn zu rekrutieren. Das ist ein Pestdoktor. Das klingt doch cool. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Ja, und eine Vestalin, die Fergant. A sister of battle, pious and unrelenting. Okay. Verbesserung des Kutschennetzwerks. Solange du hier bist, gib einige deiner Start-Erbstücke für die Verbesserung des Kutschennetzwerks aus. Damit erhöhst du die Anzahl der Helden, die hier später verfügbar sein werden. Klicke zum Verbessern links auf das Plus und anschließend auf die Verbesserung. Ein Plus. Und die Verbesserung, ja. Erhöht die Anzahl der Helden? Nee. Erweitert die Heldenliste auf 12. Okay. Rekrutiert ihre Stufe. Achso. Ja gut, dann fangen wir einfach mal da an und das mache ich auch noch. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Ja, es reicht erstmal, So. Gut, dann ab in die Taverne. Aufbrechen. Im Dorf gibt es momentan nicht mehr viel zu tun. Es ist Zeit, zu einer Quest aufzubrechen. Klicke auf Aufbrechen unten auf dem Bildschirm. Das möchte ich aber noch nicht. Will mir erst alles eigentlich angucken. Es schließe zum Freischalten mehr Quests ab. Schließe zum Freischalten, okay. Ja, mehr Quests abschließen. Ich glaube, das wird zum Trend momentan hier. Sieh dir die Memorien deiner Vorfahren an, ne? Das können wir doch mal machen. In time, you will know the tragic extent of my failings. Prolog, das zerschüttete alter Vater. Ah, hier kann man die ganzen Videos nochmal reinziehen. Okay, das sind echt viele. Okay, gut, dann guckt man hier eben auch nicht rein. Gut. Okay, Leute, dann hoffe ich, dass euch die erste Folge gefallen hat von Darkest Dungeon. Ja? Ja, wir schicken dich bald wieder los, Fergant. Das ist kein Problem. Du warst zwar noch nie mit, aber... Okay. Ja, ich freue mich schon auf eure Kommentare. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es gefallen hat. Ja, auf jeden Fall, das wird unser neues kleines Nebenbei-Let's Play mit so kurzen Folgen, keine Ahnung, 15 bis 18 Minuten. Ja. Wie gesagt, ich freue mich schon auf euer Feedback zu dem Spiel, weil ich finde es eigentlich ziemlich interessant bis jetzt. Und ja, das hier ist halt meine Bestimmung. Ne? Also, ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für euch, von euch für heute. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und euer Delta K. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Darkest Dungeon.